Willkommen zum neuen Teil auf Behind You. Heute machen wir wieder eine Ouija-Sitzung. Heute wird Garm gerufen. Ist es der Teufel höchstpersönlich? Schau es dir jetzt an. So, wie der Marc gerade gesagt hat, ich möchte eine Ouija-Sitzung, die der Marc in einem Livestream gemacht hat, nachmachen. Weil ich kann das nicht ganz glauben, was da vorher gekommen ist. Und ich möchte das selber mal ausprobieren. Deshalb haben wir das Ouija-Board aus der Streaming-Location extra mit wieder hier hingebracht, dass wir das genau replizieren können, was für ein Wort. Reproduzieren. Wie es in dem Livestream war. Also, ich setze mich jetzt mal rüber, dann testen wir mal. So, wir haben extra das Board aus der Streaming-Location geholt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, weil ich konnte das gar nicht so richtig glauben, was dann bei Marc passiert ist im Stream. Ich möchte das wirklich gerne mal selber ausprobieren. Und also ich habe das richtig verstanden, Marc. G-H-A-M, GAM, dass genau, der da G-H-A-M, war. Und dann GAM, genau. Von 0 bis 1 runter, ne? Also du gehst ganz normal hin, du machst ganz normale Sitzung und du fragst die geistige Welt, du möchtest Kontakt haben. Der Unterschied ist jetzt, dass du die Planchette führst. Nicht die geistige Welt, nimm dich als Kanal. Also praktisch, ich mache den Kanal auf, Kanal auf und ich führe dann. Diesmal musst du wirklich mal schieben. Nee, sonst nehmen wir halt immer nur Kanal, wir spüren den Schwinger und führen mit. Ich bin schon ein bisschen nervös, ne, wenn ich ehrlich bin. Also mir geht gerade richtig die Pumpe. Also du hast mitgekriegt, was bei mir war. Also ich bin wirklich, testet selber. Ich würde sagen, testet selber. Du machst eh auf eigenes Risiko. Ja. Ich bin dabei. Mach mal Licht ein bisschen aus, meiner Füße. Ja, mach mal ein bisschen, warte, ich muss mal meine Uhr ausziehen. Nervt mich gerade eine Runde. Kerzen brauchen wir auch noch ein bisschen. Was machst du? Ja, kann ich besser. Oh, diese Kindersicherung, ne? Mhm. Alter, wo ist die denn jetzt? Kriegt man niemals ein Feuerzeug mit Kindersicherung. Ja, nur eins. Nee, ich hab's schon. Hier, danke. Oh, eine niegelnagelneue Kerze für mich. Niegelnagel. Boah, irgendwie. Mach die neue auch noch an. Irgendwie ist gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört. Ich fange hier gerade die Sitzung an, mach die Kerzen an. Und draußen läuten die Kirchenglocken. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist gerade. Also wenn das ist, ich bin da, ich kann dir helfen. Ich bitte die geistige Welt um einen Kontakt. Ich wünsche einen liebevollen Kontakt. Falls eine Präsenz anwesend ist, kann sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir werden jetzt gezielt eine Präsenz rufen. Diese Präsenz nennt sich selber Garm. Garm, ich rufe dich. Ich werde es gleich aktiv schieben. Ich bin nervös. Okay, jetzt kommt aktives Schieben. Mir geht die Pumpe gerade eins zu, keine Ahnung wie viel. Wie fühlst du dich? Das ist interessant, ne? Also ich finde es auch sehr interessant. Ich bin nervös. Also es ist ja nichts passiert. Es ist richtig, es ist noch nichts passiert, aber. Weil das ist wirklich im Grunde so eine Rufung per Ouija, aber selber gesteuert irgendwie. Ich finde das auch ganz komisch. Ich habe es zwar gesehen, ich will es ausprobieren, aber ich habe gerade mega Respekt, ne? Ja, glaube ich dir. Okay. Jetzt ein Teil hasse. H. A. M. Garm. Okay. Ich rufe dich. Prima. Super. Jetzt geht's los. 0. 9. Oh, mach's nicht so spannend. 8. Nicht los? Warte mal, ich hätte da was gesehen. 7. 6.
5. Hast du so eingepennt dann? Vier. Wo guckst du denn hin? Drei. Martin? Alles gut? Martin? Zwei. Hör mal auf, hör mal auf. Hör mal auf. Geh mal zurück. Nimm mal die Finger runter. Martin, nimm mal Finger runter. Martin, nimm mal Finger runter. Hallo? Hallo? Leg dich bitte zurück. Hallo, hallo. Leg mal Finger zurück. Hör mal, kein Schiss, Alter. Du hast jetzt genau den gleichen Kack gehabt, wie ich das ungefähr hatte. Ey, das ist wie eine Hypnose oder sowas, ne? Also ich kenne das nur... Du bist immer müder, das habe ich im Stream gehabt. Ich kenne das nur von wenn du eine OP hast, wenn du hier das Narkosemittel kriegst, zählen sie mal langsam von 10 rückwärts. Ja, meine ich doch. Du wirst wirklich von Zahl zu Zahl wirst du kaputter. Also setz dich bitte rüber, komm, setz dich rüber. Setz dich mal rüber. Lass mich nochmal probieren. Ich bin heute von dem Stuhl wegkommst, Alter. Wie willst du nochmal probieren? Was willst du jetzt erreichen damit? Gib mal Antwort, hallo. Ich will wissen, was passiert, wenn du bei 1 bist. Ja, ich hab das auch schon. Und dann war ich irgendwie 10 Sekunden im Lululand. Ja, ich weiß nicht, wie eine gute Idee ist jetzt. Wir sind ganz schon weggespaced. Lass, du musst jetzt nichts beweisen oder so, nur fürs Video. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Was Sinn macht? Was macht Sinn? Hallo? Ich versuche gerade eine Logik zu finden. Was das mit einem anstellt. Ich habe ja zuerst gedacht, es wäre nur die reine Psyche. Also als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, bei Marc spielt ihm die Psyche einen Streich. Aber... Ja, was willst du denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich gar nichts. Video beenden und nächster Teil und lass es einfach. Mach erstmal aus. So, ich habe mich mal mit Marc nochmal unterhalten. Ich werde es definitiv nochmal probieren. Der Marc kann zwar nicht dafür. Der ist absolut nicht dafür, aber ich habe dem Marc direkt gesagt, entweder ich mache das, während er dabei ist, oder ich mache es alleine zu Hause und probiere es dann nochmal aus. Ja, ist zwar ein bisschen kacker, muss ich ehrlich sein, aber kommen wir da jetzt nicht drum rum. Martin will es auf jeden Fall machen. Dann sage ich lieber, mache ich das lieber jetzt, wenn er hier ist, anstatt er den Kack alleine macht. Dann lieber so. Willst du echt ausprobieren? Bist du sicher? Ich scheue ja dir eine, Alter, wenn du weg bist. Du bist mir voll eine gesammelt. Ist okay. Ich bechtel die geistige Welt um einen Kontakt. Ich werde aktiv versuchen, einen Kontakt herzustellen. Ich werde rufen, Garm. Geh. Ich scheue ja die eine, wenn du wieder wegschmierst. Jetzt kommst du den schlimmen Part, die Zahlen. 0. Neun. Noch ein bisschen jetzt schon so leise. Nur ein bisschen lauter bitte. 8. Sieben. Ich hasse so einen Scheiß, ey. Martin, du 6 nicht vorgelesen. Martin, 5. 5 hast du auch nicht. 3. Martin. Martin.
weil... Martin, meine Fresse, Alter. Hörst du mal auf, bitte? Lass es. Du musst nichts beweisen hier für die Scheiße. Hörst du auf, bitte? Martin, komm mal klar. Denk mal, tiefe Atmen, atme mal tief durch. Martin, atme mal tief durch. Martin, atme mal tief durch. Hallo. Hallo, Alter. Wach doch mal bitte auf. Ey. Hallo. Also, wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt auf dem Boden liege, das habe ich dem Marc zu verdanken. Aber ich... der Marc wollte nicht filmen, aber ich bestehe da drauf. Also, das hat mich so weggesammelt gerade. Ja, die Frage ist jetzt, Onkel, ob du durch deine eigene Psyche dir den Kreislauf zerschossen hast. Genau, das ist es. Wie weit ist meine Psyche jetzt dran schuld? Also, ich meine, sieht, er liegt jetzt komplett am Boden, der Onkel. Also, ich gehe von aus, dass du dir wohl so viel jetzt eingeredet hast, dass du einfach Panik gekriegt hast und deswegen der Kreislauf weg ist. Ich auch. Aber warum so? Weil du das einfach nicht oft genug machst. Und finde ich, das ist das Problem, was man beim Reacher hat, weißt du? Wenn du dich da so reinsteigerst, es ist ja noch nicht mal gesagt, dass jetzt was passiert wäre bei dir. Du hast dich wohl so jetzt reingesteigert. Boah, ich habe einen Puls, keine Ahnung, ey. Du bist ja auch nass geschwitzt, ey. Und jetzt Haare nass da oben. Und mal voll geschwitzt. Ey, du hast sogar... Alter, du bist klitschnass, ey. Was hast denn du gemacht? Du bist ja voll geschwitzt. Ist ja ekelig. Alter, mach aus. Haut rein, bis dahin.